Kann ich in Deutschland eingebürgert werden, wenn ich aus dem Irak bin? Auch hier ist die Fragestellung eigentlich die falsche. Grundsätzlich kannst du eingebürgert werden, egal aus welchem Land du bist. Ich bringe jetzt die wichtigen Infos, wenn du aus dem Irak bist. Erstens ist immer wieder entscheidend, welchen Aufenthaltstitel hast du. Schau bitte in deine ID-Karte und prüfe, welchen Aufenthaltstitel du hast. In dem Irak ist es sehr, sehr unterschiedlich, weil die Menschen und die vielen Mandanten, die ich aus dem Irak in den letzten Jahren hatten, völlig unterschiedliche Aufenthaltstitel hatten. Manche haben positive Asylbescheide bekommen, das heißt Flüchtlingseigenschaft oder subsidiärer Schutz, Einbürgerung kein Problem. Manche haben leider nur ein Abschiebungsverbot bekommen. In dem Fall müsst ihr erst in ein anderes befristetes Aufenthaltsrecht oder in die Niederlassungserlaubnis wechseln, um eingebürgert zu werden. Dann gibt es auch ganz viele Iraker, deren Asylverfahren abgelehnt wurde, die einen gewissen Zeitraum eine Duldung hatten, das heißt gar keine Aufenthaltstitel haben. Mittlerweile haben viele davon vielleicht eine Ausbildung gemacht und den Paragraph 19c oder 19d bekommen. Dann kannst du eingebürgert werden. Das heißt, wenn du aus dem Irak bist, prüfe, welchen Aufenthaltstitel du hast und schau dir eines unserer Videos an zu deinem Aufenthaltstitel. Ein zweites Problem, was manche Iraker haben, ist, dass sie entweder keinen gültigen Nationalpass haben oder keine legalisierte Geburtsurkunde. Nationalpässe bekommt ihr, wenn ihr Iraker seid, die müsst ihr bei der Botschaft beantragen. Mit der legalisierten Geburtsurkunde ist es so, wenn ihr einen gültigen Nationalpass habt, braucht ihr die eigentlich nicht. Wenn ihr diesen Pass nicht habt, den Nationalpass, aber nachweisen könnt, dass ihr diesen Pass nicht bekommen könnt, reicht die Geburtsurkunde und die muss aktuell auch nicht legalisiert werden, weil das zuständige deutsche Konsulat in Erbil keine Legalisierung von Geburtsurkunden vornimmt. Heißt, wenn ihr diese Probleme habt, sind die lösbar, die sind teilweise kompliziert, aber insgesamt gilt, die Frage, ob du aus dem Irak kommst, ist erstmal irrelevant, ob du eingebürgert werden kannst. Ganz entscheidend ist, welchen Aufenthaltstitel hast du? Hast du einen gültigen Nationalpass und natürlich unter Umständen brauchst du eine Geburtsurkunde, die muss aber mittlerweile nicht mehr legalisiert sein. Insgesamt musst du für die Einbürgerung natürlich viele, viele Voraussetzungen erfüllen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, eingebürgert zu werden. Nach 3 Jahren, wenn du einen deutschen Ehepartner hast. Nach 6 Jahren, wenn du gut integriert bist, zum Beispiel ein B2-Sprachzertifikat hast. Nach 7 Jahren, wenn du einen Integrationskurs belegt hast. Und die normale Einbürgerung nach 8 Jahren. Das heißt, insgesamt, um zu wissen, ob du eingebürgert werden kannst, musst du wissen, ob du alle Voraussetzungen erfüllst. Ich empfehle dir, schau dir doch ganz einfach unser Video an, welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, um eingebürgert zu werden, damit du weißt, ob du die Voraussetzungen erfüllst. Wir von Migrando haben aber noch eine viel einfache Möglichkeit geschaffen, um herauszufinden, ob du eingebürgert werden kannst. Mach einfach unseren kostenlosen Test. Dort stellen wir dir die wichtigsten Fragen und du erfährst innerhalb von wenigen Minuten, ob du alle Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllst. Du kennst unseren Test nicht oder weißt nicht, wie der genau funktioniert, dann zeigen wir dir das mal ganz kurz. Du wählst am Anfang einfach deine Sprache aus, dann geht es direkt zum kostenlosen Test und dann musst du diverse Fragen beantworten. Nimm dir dafür bitte ein bisschen Zeit, konzentriere dich, lese die Fragen genau und beantworte diese so gut es geht. Am Ende fragen wir dich, ob du die Einbürgerung und die Niederlassungserlaubnis möglicherweise schon beantragt hast. Wenn du es bis hierhin geschafft hast, kannst du dich für eine kostenlose Beratung bei uns anmelden. In dem Fall gib einfach kurz deine Stammdaten an. Und zum Schluss musst du einfach nur noch die Datenschutzbestimmungen akzeptieren und auf Weiter klicken. Und jetzt erfährst du das Ergebnis. In dem Fall würdest du für die Einbürgerung in Frage kommen. Kannst dir unten noch angeben, wann du am besten erreichbar bist, dann rufen wir dich auch zu diesen Zeiten an, musst nochmal die Datenschutzbestimmung akzeptieren und auf Senden klicken. In dem Telefonat, das du dann erhältst, prüfen wir nochmal, ob deine Daten richtig angegeben wurde, das heißt, ob du die Fragen richtig verstanden hast und stellen dir noch ein paar weitere Fragen, um dann herauszufinden, erfüllst du die Voraussetzung für die Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung oder nicht? Und wenn ja, kannst du uns ganz einfach beauftragen für die Niederlassungserlaubnis oder Einbürgerung. Du kennst jetzt die Voraussetzung, um zu wissen, ob du eingebürgert werden kannst. Und wir verlinken dir jetzt noch 2 Videos. Unser Video zu den Voraussetzungen für die Einbürgerung und ein ausführliches Video, wie unser kostenloser Test funktioniert, damit du schnellstmöglich weißt, wie du eingebürgert werden kannst, ob du die Voraussetzungen erfüllst und dass du am Ende auch eingebürgert wirst. Und wenn du den kostenlosen Test jetzt sofort machen willst, klick einfach in die Videobeschreibung, geh auf migrando.de/test und in 3 Minuten weißt du, ob du die Voraussetzungen für die Einbürgerung erfüllst.